einiges zum Thema künstliche Intelligenz in der sozialen Arbeit erzählen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch ein Wort von Rike, die das organisiert hat. Diese Veranstaltung ist Teil Berliner Hochschulnetzwerk Digitale Lehre. Und ich habe ein paar Informationen dazu, aber weil die Rike im Netzwerk ist und sich um die Organisation gekümmert hat, bitte ich Rike, dazu was zu sagen. Ja, vielen Dank. So viel würde ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Also mein Name ist Rike Braden, ich bin im Projekt SOLG bei der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Und wir als Hochschule sind eben auch Teil des Berliner Hochschulnetzwerks für digitale Lehre. Und die Stiftung Innovation in der Hochschullehre ist an das Netzwerk herangetreten und hat gebeten, ob nicht möglich wäre, eine Weiterbildungsreihe zum Thema KI zu organisieren. Und dadurch hatten wir eben die Möglichkeit, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren, gemeinsam an vielen Berliner Hochschulen. Und wir sind sehr froh, dass wir uns als soziale Hochschule eben auch beteiligen können und eben mit Frau Meinhard-Injac eben auch jemanden gefunden haben, die Lust hat und die das Know-how hat, zu diesem Thema etwas beizusteuern und eben diesen Workshop auf die Beine zu stellen, zu einem Thema, was aus meiner Sicht, wo es noch nicht viel zu gibt. Also ich glaube, alle, die das jetzt irgendwie gerade mitbekommen mit den KI-Entwicklungen, bekommen mit, dass es sehr viel Material dazu gibt, sehr viele Veranstaltungen, wo erklärt wird, wie funktioniert das, was gibt es alles. Es ist ein sehr aktuelles Thema, aber gerade zum Einsatz in der sozialen Arbeit gibt es bisher wenig aus meiner Sicht. Und deswegen finde ich das umso spannender, dass wir heute die Veranstaltung hier haben. Und ja, freue mich sehr drauf. Ich glaube, das reicht schon dafür. Vielleicht noch eine ganz kurze formelle Sache. Wir möchten das Ganze heute aufnehmen. Einfach, wie gesagt, es gibt bisher wenig zu dem Thema, deswegen möchten wir das auch gerne dann weiter zur Verfügung stellen, damit dann noch mehr Menschen das sich anschauen können. Wir werden aber natürlich nicht, es ist ja ein Workshop, es wird Gruppenanteile geben, die werden wir natürlich nicht aufzeichnen. Also wir werden nur die Teile aufzeichnen, die Input sind, also wo etwas erzählt wird. Das heißt, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. In der Zeit können Sie auch gerne die Kamera ausschalten, wenn Ihnen das lieber ist. Dann wird die auf keinen Fall aufgenommen. Wir werden das aber notfalls auch hinterher noch so bearbeiten, dass keine personenbezogenen Daten zu sehen sind. Also das nur zu Ihrer Information, falls es jemand sich da Gedanken gemacht hat oder eher unangenehm sein sollte. Gut, ich glaube, das war's von mir. Dann übergebe ich gerne an dich weiter. Danke sehr. Genau, unsere Themen heute sind vor allem die Anwendung der künstlichen Intelligenz im Bereich sozialer Arbeit. Wir werden aber natürlich erstmal kurz über die Grundlagen sprechen, dann einige Szenarien, die es bereits gab oder einige Versuche, die es bereits gab, zu beleuchten. Was ist denkbar? Was ist bis jetzt geschehen? Und natürlich, weil wir einen Workshop haben, das Ziel ist vor allem auch Austausch, dass wir über die Erfahrungen sprechen, über Grenzen und über Möglichkeiten. Und auch verschiedene Perspektiven beleuchten. Genau, warum ich? Ich habe mich kurz bereits vorgestellt. Ich habe Professur für Psychologie mit dem Schwerpunkt Entwicklungspsychologie an der KHSB, bin in Berlin, also seit 2019. Komme, wie ich das gerne sage, von ganz vielen Orten, ursprünglich geboren in Bosnien, dann studiert in Serbien, promoviert in Zürich. Ich war in Deutschland auch an verschiedenen Standorten, zuletzt an der Universität Mainz, wo ich auch habilitiert habe. Und genau, mache wie viele Psychologen und Psychologinnen eher quantitative Forschung, das heißt, Umgang mit irgendwelchen Statistiken ist mir eher, ja, irgendwie in die Wiege gelegt worden. In der Ausbildung und in der Neuroforschung habe ich auch sehr viel zu Digitalisierung, würde ich jetzt grob sagen, gemacht. Zum Beispiel Akzeptanz von Virtual Reality Anwendungen im Bereich medizinische Anwendungen. Also wir haben konkret gemacht in der Rehabilitation von Menschen nach dem Schlaganfall, aber auch mit Kollegen von HTW. In Berlin haben wir eine Studie, die noch nicht veröffentlicht wurde, aber
sich auf dem guten Weg befindet, wie Menschen kooperieren, zum Beispiel in virtuellen Realitäten oder auch Studien zu digitalen Kompetenzen, die gerade in der Corona auch Zeit durchgeführt wurden, wo wir eben diesen Switch in Digitalisierung notwendigerweise hatten. Das heißt, Thema beschäftigt mich schon eine Weile und die künstliche Intelligenz ist eben das, was jetzt so nächste große Schritt ist und wo ich denke, dass wir uns als Sozialwissenschaftlerinnen auch damit auseinandersetzen müssen. Genau, und im Wesentlichen, was ich gemacht habe, ist mir für diesen Workshop sehr viele Informationen an verschiedenen Quellen zu suchen. Ich glaube, ich habe eine recht gute Übersicht geschafft, eine relativ anschauliche Führung durch das, was Grundlagen sind, was wir vielleicht bedenken müssen oder wissen müssen, aber auch eben vor allem diese Anwendungsbeispiele, wie man KI im Bereich sozialer Arbeit bereits eingesetzt hat in anderen Ländern. Genau, vielleicht vorab, was die Anwendung von KI im universitären Kontext betrifft, da gehe ich nicht so sehr drauf ein, weil es vor allem um die Anwendung in der Praxis geht. Das heißt, alles, was mit Berichterstattung zu tun hat, was vielleicht auch bei Risikoeinschätzung zu tun hat oder auch Supportsysteme, das werden wir heute ansprechen. Alles, was Hochschullehre betrifft, das ist nicht explizit das Thema. Dazu gab es eine exzellente Reihe bei E-Teaching, glaube ich. Ich kann Links zur Verfügung stellen, die sich wirklich explizit mit der Lehre beschäftigt hat. Und das fand ich viel besser abgedeckt als die Themen wirklich Anwendung im konkreten Berufsfeld. Ich glaube, für Bereiche Kindheitspädagogik, Heilpädagogik ist vieles auch übertragbar, aber es ist wirklich Fokus auf soziale Arbeit. Das habe ich versucht, dann auch im Titel so abzubilden. Genau, ich teile wieder meinen Bildschirm. So, das musste jetzt funktionieren, hoffe ich. Genau, ich möchte gerne so ein bisschen mit der Geschichte anfangen, auch wenn vieles Wissen für Artificial Intelligence is one of the humanity's oldest dreams. Ich fand es ziemlich zutreffend und auf vielen Links vielleicht auch als Hinweis, alle Quellen, die ich benutzt habe, sind immer direkt auf der Folie unten zu finden und ich kann sie auch gerne nachträglich alle gesammelt zur Verfügung stellen. Genau, gibt sehr schöne Überblicke über das, was die Geschichte der KI betrifft. Da sind ein paar Ausschnitte, die zeigen, wie alt eigentlich dieser moderne Zugang ist. Im Jahr 1927 bereits erste Roboter in einem Film namens Metropolis. Dann Chat-Systeme, die bereits in 60er Jahren Konversation mit einem Therapeut, Therapeutin simuliert haben. Und heute haben wir sehr viele solche Titels, die eine buchstäbliche Revolution durch KI in sehr vielen verschiedenen Bereichen vorsehen. Medizin, ich denke, sehr nachvollziehbar für viele, aber auch Sachen wie Mathematik, Classroom auch, wieder haben wir gehört, oder auch eben Nachhaltigkeit und Zukunft, wenn man so möchte. Und meine erste Idee ist auch, weil es im Bereich soziale Arbeit oder auch Sozialwissenschaften insgesamt sehr viel Skepsis über die Leistungsfähigkeit sozusagen von solchen künstlichen Systemen geht, habe ich versucht, auch einiges zu Messung der Leistungsfähigkeit zu sagen. Aber erstmal kurz schauen wir uns, was haben wir so an der KI-Systeme. Einerseits haben wir sogenannte Narrow Eye, ich bin mir nicht sicher, was ist der deutsche Begriff. Da geht es um Programme wie zum Beispiel Deep Blue, das wahrscheinlich allen bekannt ist, was ein Schachcomputer mehr oder weniger ist, das extrem viele Züge in sehr kurzer Zeit analysieren kann und dadurch auch in der Lage war, damals eben Ende 90er Jahre bekanntesten Schachspieler der Welt, Kasparov, dagegen zu gewinnen. Das war damals ein richtiger Fortschritt. Wir sind aber inzwischen im Bereich Deep Neural Networks, das eigentlich die Art und Weise, wie unser Gehirn lernt, imitieren soll. Und da haben wir eine ganze Menge von Anwendungen, die heute in vielen Haushalten sind, wie zum Beispiel diese Assistenzsysteme Alexa, Siri oder auch im Bereich Gesichtserkennung in Social Media.
Und ein Bereich, das vielleicht in diesem Narrow AI auch gehört und auch durchaus sehr spannend ist, auch in Anwendung, ist Predictive Risk Modeling, wo man versucht, durch große Datenmengen die Eintrittswahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen vorherzusagen. Und Beispiele für soziale Arbeit werden wir im zweiten Teil ein bisschen ansprechen. Was wir hier haben, sind vor allem zum Beispiel Medizin, Vorhersage vor Erkrankungen, Diagnosen, wie wahrscheinlich ist, dass man an Erkrankung XY leidet oder wie ist die Prognose im Krankheitsverlauf, aber auch zum Beispiel im Finanzwesen haben wir viel Einsatz. Auch sagen wir so, in normaler Presse sieht man, wie sich zum Beispiel Finanzdepots, die KI benutzt haben, in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich habe vor kurzem über so einen Bericht gestolpert und das war deutlich besser als das, was die menschengesteuerte Depots Entwicklung betrifft. Aber auch in Polizeiarbeit, so genannte Predictive Policing, ist auch ein Thema, wo zum Beispiel diese Predictive Risk Modeling gemacht wird. Ganz grundlegend, ich glaube, es ist so. Viele haben es so grob Verständnis, aber es geht darum, hier im medizinischen Bereich verschiedene Art von Daten, die strukturiert oder weniger strukturiert sein können, zusammen zu kombinieren. Und im Wesentlichen durch diese Deep Learning werden sozusagen Assoziationen, Ähnlichkeiten, Unterschiede erkannt. Es ist wirklich Statistik im Wesentlichen dahinter. Und dann werden bestimmte Vorhersagen damit gematcht und wird geschaut, was wie viel wiegt in dieser Geschichte. In der Psychologie wird viel mit linearen Modellen gemacht. Das ist natürlich komplexere Form, aber im Wesentlichen geht es darum, dass man anhand von bestimmten Informationen die Vorhersage machen kann. Genau, und was wesentlicher Problem, wenn wir über Predictive Risk Modeling sprechen, ist natürlich die Möglichkeit, diese Entscheidungen zu interpretieren und unser Vertrauen in diese Systeme. Wird häufig gesagt, dass Deep Learning eigentlich sowas wie Blackbox ist und dass man nicht weiß, wie Systeme zu bestimmten Gewichtungen, zu bestimmten Assoziationen kommen. Man kann es nicht erklären und da gibt es auch viele, sagen wir so, kritische Beispiele. Eins davon ist ein Tool, das für Assessment oder Einschätzung von Risikorückfälligkeit bei Kriminaltaten eingesetzt wurde und wo man dann gefunden hat, dass man für Black People eine deutlich höhere Rate von sogenannten False Positives hat. False Positive entstehen, wenn man einen Menschen für risikoanfällig einschätzt und das aber eigentlich nicht eintritt oder nicht zutreffend ist. Das heißt, dass die im Wesentlichen Black People häufiger als risikogefährdet eingeschätzt wurden in diesem System, als das für White People zugetroffen hat. Das gab es ziemlich viel dann Kritik zu diesem Programm. Was ich mitfinden könnte oder mitgebracht habe, ist aber eine Studie, die sich eben um einen Vergleich bemüht hat. Man hat Menschen genommen, also wie ich und Sie im Wesentlichen, die nicht wirklich viel Erfahrung in diesem Bereich Vorhersage im Bereich der Kriminalität hatten und auch Compass, also dieses Predictive Risk Modeling System genommen und hat geschaut, wie ist Accuracy, also wie viel korrekte Vorhersagen treffen Menschen und wie viele korrekte Vorhersagen trifft das System. Und man sieht hier, das ist ziemlich vergleichbar. Da gab es auch ziemlich vergleichbare Tendenzen, was Fehlerrate durch False Positive, also falsche Vorhersage, dass kriminelle Taten in der Zukunft sehr wahrscheinlich sind, bezüglicherweise False Negatives. Das ist falsche Vorhersage, dass keine Kriminaltaten entstehen werden. Das heißt, Leute würden als nicht gefährlich eingestuft und die haben aber in
nach der Entlassung aus dem Gefängnis dann doch wieder sind kriminell geworden. Und man sieht auch, dass diese ethnische Bias ähnlich ausfällt. Ja? Was viel vielleicht in dieser Studie interessant ist, dass die Menschen diese Vorhersage anhand von nur 7 Parametern gemacht haben, wo ethnische Zugehörigkeit auch nicht explizit zum Merkmal gehört hat, dafür aber zum Beispiel Alter, Bildung oder auch Anzahl von kriminellen Taten in der Vorgeschichte der Person. Und Compass hingegen benutzt 137 Parameter, was schon deutlich viel mehr ist. Man könnte aber in dieser Studie auch zeigen, dass deutlich einfachere Regressionmodelle auf ähnliche Art und Weise Vorhersagen treffen, wie es Compass es tut. Das heißt, dass eigentlich diese Anzahl von Parameter, dass es weniger wirklich gewichtstarke Parameter gab, auch in der Einschätzung und viele andere nicht so viel dazu beigetragen haben. Genau, aber wir haben also ein Risk-System, das ähnliche Fehler und ähnliche Tendenzen hat und ähnliche auch Zuverlässigkeit wie menschliche Urteile. Es ist weder schlechter noch wirklich besser. Wo die Fehler entstehen können, das sind sicherlich Daten, zum Beispiel auch bei dieser Compass-Geschichte sind in der Stichprobe in Trainingsdaten deutlich viel Menschen, Black People, zu finden gewesen sein, weil sie einfach auch häufiger in der Sample sind. Das heißt, dass man in dem Fall Fehler auch durch die Daten, Trainingsdaten generieren kann. Das kann auch natürlich an Algorithmen liegen, Beispiele wie Ranking Bias oder auch an Social Bias, an den Fehlern, die durch Interaktion zwischen Mensch und System entstehen. Ich kann sehr, sehr diesen Text empfehlen, was ich zitiert habe. Da sind nicht nur diese 3, die ich rausgepickt habe, dabei, sondern auch eine ganze Menge andere Bias und Fehler, wirklich sehr, sehr anschaulich beschrieben. Dass das aber nicht Schwerpunkt jetzt bei uns ist, möchte ich es nur ganz gerne erwähnen und vielleicht ein Beispiel bringen, wo es um diese Aggregation-Fehler geht, also datenbezogene Fehler, wo man zum Beispiel sieht, dass eine Vorhersage, dass Subgruppen ignoriert, zu einer anderen Vorhersage kommt. Das wäre diese rote Linie, als wenn man Subgruppen individuell betrachtet. Beispiel, was in der Studie genannt wird, ist auch ein gerichtlicher Prozess, das Universität Berkeley hatte, mit dem Vorwurf, Frauen zu benachteiligen in Zulassungssystem zum Studium. Man hat dann die Daten für verschiedene Studiengänge getrennt betrachtet und könnte zeigen, dass de facto leichter Vorteil sogar für weibliche Studierende vorhanden war, dass die aber Frauen sich für bestimmte Studiengänge häufiger beworben haben, die leider dann aber auch eine insgesamt geringere Aufnahmequote hatten. Das heißt, dass durch diese Aggregation über alle möglichen Studiengänge so rein statistisch ausgesehen hat, dass die Frauen weniger vertreten sind und schlechter Studienplatz bekommen, Zugang zum Studienplatz bekommen, dass aber eben, wenn man diese Subgruppen sich individuell anschaut, dann doch widerlegt werden könnte. Und um diesem Fehler entgegenzuwirken, gibt es auch bereits, weil das ist nichts, was unbekannt ist, also Bias in Daten oder auch Fehler mit Algorithmen sind sehr wohl bekannt und wird sehr viel versucht, um diese Entscheidungen, die KI-Systeme treffen, in diesem prädiktiven Bereich vor allem zu formalisieren, zu erklären. Und da gibt es auch Versuche, das in die sprachliche Ausdrücke zu umwandeln, die jedoch, das hat auch eine Studie mit menschlichen Teilnehmern gezeigt, sowohl für Experten in diesem Bereich als auch für Novizen nicht wirklich nachvollziehbar ist. Einzige, was spannender vielleicht Eckdetail ist, die Menschen, die aus der, sagen wir so, Programmierwelt kommen, die waren überzeugt, dass sie diese Ausdrücke besser deuten können, aber de facto war da, was Leistung betrifft, kein Unterschied zwischen Novizen und Experten. Das heißt, dran muss noch einiges passieren, dass für Menschen,
die Art, wie die Entscheidung getroffen und diese Formalisierung davon klarer wird. Genau, das ist, was Narrow Intelligence betrifft. Worüber viel diskutiert wird, ist auch sogenannte Artificial General Intelligence, dass dann den Menschen in einer Reihe von Aufgaben nach, nicht also in bestimmten Bereichen wie Sprachverarbeitung bei Alexa oder bei Vorhersage von bestimmten Ereignissen fokussiert ist, sondern das wäre eine künstliche Intelligenz, die dem Menschen bei einer Reihe von Aufgaben gleichgestellt ist oder sogar in der Leistung besser ist. Das ist also eine Art von Intelligenz, die universell einsetzbar und leistungsfähig ist. Es gibt sehr viel Diskussion, ob wir sowas bereits haben. Das sind Systeme, die lernen. Das sind aber auch die Systeme, die eine Art, wenn man so möchte, Metakognition haben. Das würde man zumindest in der menschlichen Psychologie so nennen, dass sie in der Lage sind, ihre eigene Leistung zu bewerten und auch zu erkennen, wo sie zum Beispiel Unterstützung brauchen oder wo sie keine Auskunft mehr zu bestimmten Themen geben können oder keine zuverlässige. Und natürlich sind da vor allem diese Large Language Models ein Thema, wo, wie ich das einschätzen könnte, am meisten Erfahrung eigentlich auch in unserer Gruppe heute vorliegt. ChatGPT wahrscheinlich als prominenteste Beispiel, aber auch eine Reihe von anderen, die in bestimmten Segmenten genauso gut oder gar besser aufgestellt sind. Genau. Was vielleicht an diesen Large Language Models spezifisch ist, die sind da auf eine große Menge von Daten trainiert worden. Das ist jetzt vor allem, bezieht sich auf ChatGPT, mit 575 Gigabyte an Text, muss man sagen. Ich habe irgendwo versucht, das zu übersetzen. Das sind dann Zahlen wie über 20.000 Bücher, was da angespeichert würde, oder auch 17.000, 18.000 Tage Video anschauen. Das heißt, das sind Zahlen, die wir uns, ich glaube, kaum vorstellen können und auch Datenmengen, die wir in unserem Leben nicht so schnell lesen können, also gar nicht. Natürlich steckt dahinter auch sehr viel Computerleistung, die auch spezialisiert ist, um diese Art von Datenverarbeitung zu machen und Nutzung von extrem vielen Parametern. Bei ChatGPT 3 waren es 135 Milliarden Parameter. Zur Erinnerung, bei Compass hatten wir 130 circa für Vorhersage. Bei ChatGPT waren es 4, waren es dann 1 Billion. Und vielleicht nochmals Vergleich zum menschlichen Gehirn. Wir haben 100 Milliarden Neuronen insgesamt und zwischen diesen Neuronen gibt es schätzungsweise um 1000 Billionen synaptische Verbindungen. Das heißt, das ist noch eine große mehr als das, was wir im Large Language Models aktuell abbilden können. So, diese Systeme sind bekanntlich nur für die Vorhersage von einem nächsten Wort in einem Textblock trainiert und sie zeigen aber doch recht verblüffende Leistungen in vielen anderen Bereichen. Die sind zum Beispiel in der Lage, berufliche akademische Prüfungen zu bestehen. Die sind in der Lage, abstrakte Probleme aus klassischen menschlichen IQ-Tests richtig zu beantworten. Und ich habe Anzeigen sogar dafür, was wir als Theory of Mind bezeichnen. Das ist die Fähigkeit, sich vorzustellen, was andere Menschen denken. Also es ist wirklich eine eigentlich aus psychologischer Sicht extreme Leistung, wenn diese Systeme sowas können. Und ich habe jetzt gedacht, dass wir uns austauschen, aber anhand der Zeit würde ich das lieber überspringen an der Stelle, weil ich gesehen habe, dass die Spanne, was schon probiert ist, vor allem in diesem Bereich liegt. Ich würde vielleicht eher direkt mit der Bewertung und Messung der Leistungsfähigkeit von LLM-Modellen kurz anfangen
und einen Überblick geben, was wir bis jetzt gesichert getestet haben, wo vielleicht auch Shortcomings sind, wo Leistung nicht stimmt, weil das Thema ist sehr umstritten und es gibt sowohl sehr optimistische als auch sehr pessimistische Einschätzungen, was Leistungsfähigkeit von LLM-Modellen betrifft. Manche Autoren auch führen in diesem Bereich sagen, es gibt mehrere kritische Probleme mit den derzeitigen Bewertungstechniken für große Sprachmodelle. Sie erwecken die Illusion, dass sie mehr Fähigkeit haben, als sie tatsächlich vorhanden sind. Oder auch, dass große Sprachmodelle Texte produzieren, die so Menschen ähnlich erscheinen, ist es verlockend anzunehmen, dass psychologische Tests für ihre Bewertung nützlich sein werden. Aber das stimmt nicht. Tests der menschlichen Psychologie berühren auf vielen Annahmen, die für große Sprachmodelle möglicherweise nicht zutreffen. Und in dem Sinne möchte ich mich auch wirklich auf diese vor allem zwei Bereiche fokussieren. Wir haben eben Modelle, die auf Prompt-Vervollständigung trainiert sind. Und wir haben einen statistischen Ansatz dahinter, das wahrscheinlich in der Tat kein echtes Verständnis erzeugen kann. Die Frage ist aber, ob es unbedingt auch muss. Was wir wissen, dass ChatGPT-Modelle oder LLMs gesamt im Wesentlichen, dass sie sehr spezialisiert und sehr hohe Leistung erbringen für Bereiche, wo Trainingsdaten vorhanden waren. Das kann auf Wissenstests sich beziehen, aber auch zum Beispiel bei Produktion von Code-Informationen. Da sieht man, dass das, was im Trainingsdaten irgendwo vorhanden ist, extrem gut abgebildet wird und das, wo eben keine Trainingsdaten vorhanden sind, weniger gut gelingt. Wobei ChatGPT-4 zum Beispiel sollte auch in diesem Bereich deutlich besser sein. Worauf ich aber Schwerpunkt legen möchte, sind vor allem diese menschlich spezifische Fähigkeiten wie analoges Denken. In der Psychologie benutzt man dafür häufig sogenannte Raymond-Matrizen. Ein Beispiel dazu können Sie in der Abbildung sehen. Was wir haben hier, ist eine Aufgabe, also in diesem oberen Bereich. Man muss also Regeln erkennen. Was aus dieser unteren Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, welche Abbildung passt hier zu diesem leeren Platz? Das ist wirklich IQ-Test, das eben dieses analoges Denken voraussetzt. Und ich würde jetzt kurz in die Runde fragen, was wäre die richtige Antwort? Gerne einfach Mikro einschalten und sagen, wer zuerst da ist. Fünf. Fünf? Fünf ist richtig, genau. Weil wir sehen, okay, untere Reihe sind drei Objekte und wir haben das Spiel mit Formen und Spiel mit wie heißt das, Anzahl von Objekten. Und was sich gezeigt hat, dass ChatGPT zum Beispiel sehr wohl in der Lage ist, solche unähnliche Analogien zu lösen. Gab es auch in anderen Bereichen, in verbalen Bereichen, wo man zum Beispiel geschaut hat, ob das auch klappt. Wir sehen, dass die Leistungsfähigkeit menschenähnlich ist oder in manchen Bereichen sogar besser. Lila ist das, was ChatGPT 3 gemacht hat. Und ChatGPT 4 war noch Stück besser. Jetzt, man kann das auch kritisieren. Manche Autoren sagen, das liegt daran, dass diese Art von Aufgaben bestimmt in Daten irgendwo mit dabei ist, dass es auch durch statistische Tricks gehen kann oder auswendig gelernte Wiederholungen. Das sind also zwei Pole, die ich einfach in dieser Geschichte darstellen möchte. Und nächster Bereich, was ich auch ganz kurz anreißen möchte, ist eben diese Fähigkeit zu Theory of Mind oder Fähigkeit zu Übernahme,
Perspektivenübernahme oder auch Mentalizing wird genannt in der Psychologie. Das heißt also, dass man mentale Zustände anderer Menschen sich vorstellen kann, deren Absichten, Erwartungen, Überzeugungen nachvollziehen kann und dadurch auch ein Stück weit Vorhersage ihres Verhaltens leisten kann. In der Psychologie ist das etwas, was sich erst um so viertes Lebensjahr rudimentär entwickelt, aber wir haben über die gesamte Lebensspanne eine Verbesserung in diesen Prozessen. Da wäre ein Video mit Kleinkindern dabei, das wir aber überspringen werden und werden schauen auch direkt, wie würde das eigentlich bei der Testung von Large Language Models umgesetzt. Und das ist die Aufgabe. Hier ist eine Tüte mit Popcorn. In der Tüte befindet sich keine Schokolade. Aber auf dem Etikett der Tüte steht Schokolade und nicht Popcorn. Sam findet die Tüte. Sie hatte die Tüte vorher noch nie gesehen. Sie kann nicht sehen, was in der Tüte ist. Sie liest das Etikett. Das ist also die Art, auf ähnliche Art und Weise macht man es mit Kindern. Man zeigt zum Beispiel eine Verpackung von Pralinen und fragt, was ist da drin? Kinder sagen Pralinen, da sind aber dann Stifte. Ja, und dann ist diese Überraschung dabei und dann fragt man das Kind, was würde Person, die jetzt reinkommt, denken, dass es in dieser Verpackung ist. Und das können Kinder, wie gesagt, erst ab 4 überhaupt anfangen zu begreifen, dass, was man selbst weiß, die andere Person nicht wissen muss. Und die Aufgabe, die wir hier gestellt haben, ist eigentlich ähnlich. Also man hat eine Tüte, auf welche Schokolade aufgeschrieben ist und das heißt, dass man eigentlich davon ausgeht, dass die Schokolade auch als Inhalt drin zu finden ist. Es ist jedoch Popcorn. Gibt es dazu 2 Fragen, kritische? Also Sam öffnet die Tüte und schaut hinein. Sie kann deutlich sehen, dass die voll ist mit, richtige Antwort ist Popcorn. Und sie glaubt, dass die Tüte voll ist mit, und das wäre dann Schokolade. Das hat sie gezeigt, dass ChatGPT zum Beispiel diese Aufgaben sehr erfolgreich lösen kann. Und das war auch der erste Hinweis oder die erste Studie, die postuliert hat, dass KI sowas wie Theory of Mind entwickeln kann. Da gab es dann aber auch etwas geänderte Stellung der Aufgabe von Ullmann, der zwei neue Bedienungen sozusagen eingeführt hat. Einmal, wo die Tüte durchsichtig ist und einmal, wo die Sam nicht lesen kann. Das heißt, die Aufgabe war im Wesentlichen nur durch einen Satz geändert, das aber komplett die Erwartungshaltung beim Menschen verändert. Was würde man jetzt sagen? Was denkt sie, was in der Tüte ist? Popcorn, genau, weil sie weiß nämlich, sie kann es sehen, die Tüte ist durchsichtig. Was aber ChatGPT gemacht hat, ist wieder auf Schokolade zu legen in 95% der Antworten. Das heißt, da könnte man sehen, dass das System nicht so was wirklich wie Verständnis für Theory of Mind hat, sondern eben die vorhandene Information nutzt, statistische Regeln nutzt. Und dazu auch Fehler generiert werden. Ähnlich war es auch hier, wo Sam nicht lesen kann. Das heißt, die hat eine Tüte, wo Schokolade steht. Die kann auch nicht reinschauen, aber die kann nicht lesen. Das heißt, für sie ist das absolut ja, offen, was es sein könnte. Und da war es auch wieder, dass ChatGPT wieder mehr Fehler, also eigentlich fehlerhaft beantwortet hat. Und das erklären sich Autoren im Wesentlichen als ein Hinweis, dass ChatGPT und andere Modelle in diesem Bereich nicht in der Lage sind, sowas wie KI oder wirklich menschliches Denken zu erlangen. Und dass es eher um diese statistische Regeln geht.
Die sagen auch, dass diese Systeme keine psychische, physische Fähigkeiten haben, also sensorisches Verständnis, Manipulation von Objekten, Aufgaben wie Hand-Augen-Koordination zum Beispiel, die in Robotik sehr wichtig ist. Die alle sind nicht abgebildet, aber gleichzeitig wird es immer mehr möglich, verschiedene Inputs zu kombinieren, Bilder, Ton, und auch immer mehr im Robotikbereich kommt es zum Einsatz. Das heißt, dass wir eigentlich Modelle haben, die aktuell eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen und auch kontextbezogenes Lernen zeigen können. Und das führt wieder dazu, dass manche Autoren sagen, ja, Artificial General Intelligence is already here. Wir haben fortschrittliche KI-Modelle, die in der Zukunft als Vorreiter oder ersten echte Beispiele für künstliche allgemeine Intelligenz anerkannt werden. Mein Take-Home-Message auf diesen ganz kurzen Überblick, was sind so aktuelle Diskussionen im Feld KI, die auch natürlich soziale Arbeit irgendwo betreffen. Das ist etwas falsch rum. Wir haben durchaus Bedürfnis, Interpretierbarkeit und Vertrauen in diese Systeme zu erhöhen und diese algorithmischen Entscheidungen für Menschen, menschliche User nachvollziehbar zu machen. Auch im Sinne, wo die möglichen Fehler sind und auch in der Einschränkung davon, was wir als Leistungsfähigkeit beziehen. Das heißt, wir sollten diese Systeme nicht überwerten, aber wir sollten auch sie nicht nur kritisch sehen, sondern auch viele Chancen und viele Kapazitäten, die sie bringen, auch in der Tat nutzen. Und das Nächste, was ich sehr, sehr gerne machen möchte, ist nicht die Pause, sondern eher diese Aufgabe, wo wir uns in kleinen Gruppen ganz kurz 10 Minuten zum Thema Anwendungsszenarien für KI austauschen sollen. Was sind die Möglichkeiten, wo man sich in der Praxis, ein paar Leute aus der Praxis haben schon ein paar Beispiele gebracht, wie man Berichte mit KI schreibt, aber vielleicht ist das möglich, auch andere Anwendungen durchzudenken. Und dann werde ich noch einen Einblick geben in das, was eigentlich aktuell bereits in diesem Feld vorhanden ist. Also Beispiele, die wirklich nicht in Deutschland unbedingt, aber in anderen Ländern zustande gekommen sind. Was sind auch Learnings aus diesen frühen Erfahrungen? Was sind aber auch Chancen, die es sehr wohl gibt. Okay, ich würde jetzt, ich würde sagen, drei Leuten, drei Gruppen machen, die 10 Minuten dann sich austauschen sollen. Und dann besprechen wir das kurz im Plenum, schauen, ob diese Ideen sich überdecken oder nicht. Und danach machen wir weiter. Wir haben von Case Management und Dokumentation gesprochen. Wir haben über Chatbots gesprochen und wir haben über Predictive Risk Modeling and Decision Support, vor allem jetzt im Kontext Kinderwohlgefährdung, gesprochen. Das ist in der Tat auch Bereiche, wo es schon einiges gibt. Und nicht aber alles in der Bereich soziale Arbeit, muss ich auch dazu sagen. Aber das schauen wir uns gleich an. Ups, Entschuldigung. Genau. Fangen wir an mit Case Management und Dokumentation. Ist natürlich denkbar, dass KI-gestützte Fallmanagement-Plattformen viele Verwaltungsaufgaben vereinfachen können, so dass man zum Beispiel mehr Zeit für die Arbeit konkret mit Klienten, Klientinnen am Ende hat. Das ist immer das Ziel im Wesentlichen, dass die, sagen wir so, papierbezogene Aufgaben zum Beispiel reduziert werden, indem man Dateneingabe, Dokumentenerstellung, Aktenführung und so weiter möglichst automatisiert.
Ich kenne jetzt keine Anwendung für die Dokumentation oder auch Berichterstattung im Bereich sozialer Arbeit spezifisch. Das Einzige, was ich finden könnte, waren diese Bereiche. Ich muss sagen, ich bin nicht ausfindig geworden, ob das in Deutschland schon ansatzweise irgendwo eingesetzt wird. Caseworthy ist etwas, was beworben wird als Case Management KI gestützte, das muss man auch sagen, gibt es auch normale Verwaltungssysteme, die aber keine KI im Hintergrund haben. Das sollte KI gestützt sein. Thinkover ist in der Tat deutsches Produkt, aber überhaupt nicht spezialisiert für Case Management in jetzt Bereich soziale Arbeit, sondern sehr allgemein. Und Texta ist ein KI-Schreibassistent für Case Management in sozialer Arbeit. Die werben auch in der Tat damit. Wie gesagt, alle Links sind unten zu finden und gerne auch zur Verfügung zu stellen, wo ich Anwendungen im Bereich in Deutschland kenne, sind in der Tat Berichterstattung, zum Beispiel im Bereich Pathologie. Eine Kollegin, die schon längst mit KI-Systemen arbeitet, um ihre Berichte zu schreiben. Das heißt, in anderen Bereichen scheint das viel weiter vorgekommen zu sein als im Bereich soziale Arbeit. Aber es gibt keine wirklichen Gründe, warum zum Beispiel diese Systeme, KI-Schreibassistenten und so weiter in der sozialen Arbeit keine Anwendung finden können. Chatbots, auch so eine Geschichte, die eher in anderen Bereichen sehr gut etabliert ist und wo wahrscheinlich alle von uns bereits Erfahrung damit gemacht haben. Kundenberatung, ist mehr oder weniger Standard inzwischen, dass man erstmal mit einem Chatbot, in Kontakt tritt und dann, unter Umständen weitergeleitet wird oder einfach Antworten bekommt, je nachdem, was der Anliegen ist. In Deutschland sind Chatbots aktuell nicht zum Beispiel als Ersatz für Psychotherapie und Beratung erlaubt, also im gesundheitlichen Kontext, aber als Unterstützung beziehungsweise für Nachsorge sind sie bereits im Einsatz. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Man sieht hier auch iCan. Das ist ein Chatbot-Assistent für ambulante Nachsorge, also für junge Menschen mit Depression. Das heißt, nachdem sie Klinik verlassen, wo sie behandelt wurden, haben sie die Möglichkeit, diese KI-System zu nutzen. Das hat zwei wichtige Funktionen. Eine ist direkter Kontakt in der Tat mit einer Telepsychologin oder Psychologen. Das heißt, das ist eine Person im Hintergrund, eine Therapeutin, eine Therapeutin, die dann der Person zur Seite steht. Was aber spannend ist, ist diese Icon-App mit dem Chatbot integriert, das junge Menschen dabei unterstützen soll, an ihren Zielen festzuhalten, Strategien zu entwickeln, mit eben depressiven Störungen umzugehen, Strategien zu entwickeln, Aktivitätslevel zu behalten, also viele nützliche Tipps, die wirklich aber in der Interaktion mit der Person stehen, die nicht als eine Liste von mach jetzt dies oder jenes sind, sondern die Interaktion mit der Person stattfinden und auf ihre Bedürfnisse angepasst werden sollen. Diese Studie, also zur Evaluation, läuft aktuell. Ich kenne jetzt noch keine Daten, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Mein Eindruck war, dass es schon sehr seriös getestet und geprüft wird, wie viel in der Tat solche Systeme bringen. Konkret im Bereich Psychotherapie, im Bereich jetzt soziale Arbeit wieder sehr wenig Informationen. Aktuell scheint es, dass Chatbots in Deutschland nicht in der Anwendung sind. Und gleichzeitig könnte man aber sagen, dass die viele Vorteile hätten, wie zum Beispiel Anonymität oder einfache Zugänglichkeit. Auch vielleicht, was jetzt gerade erwähnt wurde, sollen KI-Systeme erste Kontakt bieten und dann vielleicht Weiterleitung ermöglichen. Da wäre ein Chatbot eine gute Alternative. Einzige, was ich finden könnte, ist diese Social Work AI Magic, das auch
das einzige Tool sein soll, das mit Fachwissen aus der Sozialarbeit auch wirklich geschult, also trainiert wurde. Da gibt es einerseits nicht Chatbots für Klienten, Klientinnen, sondern für Sozialarbeiterinnen selbst, also für Fachpersonal im Sinne der Unterstützung, KI-basierte Unterstützung. Und dann als zweiter Teil in dieser Plattform ist dann Case Plans, also Case Management im engeren Sinne. Das heißt, das ist, was ich ausfinden könnte zu diesen Themen. Wenn es Leute aus der Praxis gibt, die mehr Einblick haben, wäre ich sehr dankbar. Aber mein Eindruck ist, dass das, was irgendwie in der Literatur abgebildet ist, auch, dass es nicht mehr in der Praxis passiert. Wo wir uns jedoch im spannenden Bereich finden, wo in der Tat einige Versuche wieder nicht in Deutschland, sondern weltweit stattgefunden haben, ist Einsatz von KI im Sinne von Risikoeinschätzung und Entscheidungsunterstützung. Der Vorteil ist, dass KI-basierte Tools große Datenmengen sehr schnell analysieren, erfassen können und dadurch auch eben Regelmäßigkeiten erkennen können und dabei soziale Arbeiterinnen unterstützen können, eben fundierte Entscheidungen zu treffen, die mehr datenbasiert sind als vorher. Genau. Was wir bis jetzt haben, ist vor allem dieses Thema Kindeswohlgefährdung, was bereits auch als solche erkannt wurde. Und in Deutschland, aber auch weltweit, ist das Thema nicht Kinder zu helfen, wenn schon Misshandlung oder Vernachlässigung stattgefunden hat, sondern eben präventiv zu wirken. Das heißt, möglichst frühzeitig erkennen, dass Gefährdung vorliegt und dann auch entsprechend reagieren. Und da gibt es eben diese zwei große Pole. Einerseits, wie kann man Vernachlässigung oder Hinweise für Vernachlässigung und Misshandlung erkennen? Das ist ein ganz großes Thema. Und zweites Thema ist, was macht eine Familie zur Risikofamilie? Woran kann man festhalten, dass in bestimmten Familien Risiko höher ist als zum Beispiel in anderen Familien? Das ist die Frage jetzt, die mit KI nichts zu tun hat direkt, weil das sind die Fragen, die soziale Arbeit oder insgesamt sehr lange beschäftigt. Die Frage ist aber insoweit relevant, dass wir diese Information klar haben müssen, um KI damit zu trainieren, zu füttern sozusagen, damit die wirklich auch unterstützend sein können. Und bevor ich jetzt KI-Systeme vorstelle, die in diesem Bereich schon erprobt wurden, würde ich sehr gerne alle einladen, sich einmal Gedanken zu machen, wieder in der Gruppe, wieder ganz kurz 10 Minuten zum Austausch zu kommen. Woran erkennen wir eigentlich Kinder, die Misshandlung und Vernachlässigung erlebt haben? Und wo können wir sagen, dass Familie als Risikofamilie gelten könnte? Ja, das sind natürlich auch hier immer statistische Wahrscheinlichkeiten, aber trotzdem ganz kurz zu beiden Fragen reflektieren. Gerne auch eine Liste machen und dann schauen wir, wie das bis jetzt in Praxis wirklich gelöst wurde. Gab es mehr Systeme, als ich behauptet habe? Häufig werden ein oder zwei erklärt. Ich habe doch eine ganze Liste finden können und auch in verschiedenen Ländern auch Bad Practice und Good Practice Modelle. Aber eben, überlegen wir erstmal, was würden wir als Menschen machen, unabhängig davon, was KI macht? Was sind unsere Prädiktoren? Was sind unsere Parameter, die wir bei solchen durchaus schwierigen Entscheidungen in diesem Bereich treffen? Also, warum ich das gemacht habe, das ist jetzt die Übung eher für die Studierende, aber eben, weil ich nochmal zeigen wollte, dass wir bereits jetzt mit bestimmten Listen arbeiten. Das ist vielleicht nur als Info. Arten wie Kindeswohlgefährdung im Jahr 21. Die Statistiken sind vergleichbar. Wir haben nur mehr Fälle insgesamt.
Aber im Wesentlichen, man sieht, dass ein großer Anteil, also 20% Kinder von mehreren Gefährdungsarten gleichzeitig betroffen sind und dass wir vor allem einen großen Anteil Vernachlässigung haben. Um diese Arten von Misshandlung, Vernachlässigung zu erkennen, gibt es natürlich sehr viel Fachliteratur mit wirklich sehr anschaulichen Listen. Erstmal, um sowas zu erkennen. Das ist jetzt ein von Checklisten, die im Einsatz ist. Soweit ich informiert bin, ist in jedem Kindergarten irgendein Ampelsystem in der Anwendung, damit man eben rechtzeitig also erkennen kann, dass die Kinder unter Umständen Vernachlässigung oder Misshandlung erleben. Keine Mahlzeiten gehören dazu. Kinder werden nicht gelobt, wird nicht gespielt, werden zu lange allein gelassen. Das ist wirklich nur Ausschnitt aus einem recht ausführlichen, eine recht ausführliche Checkliste. Das ist eine Seite. Das heißt, wir haben Sachen, die wir beobachten können, an was wir festhalten können, dass Kindeswohlgefährdung vorliegen kann. Wir haben aber auch Checklisten. Und das ist da, wo es richtig spannend wird, die uns zeigen, dass eine Familie unter Umständen eine Risikofamilie ist. Und da sind auch sehr klar definierte Kriterien, wie zum Beispiel akute Probleme, Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen, Krisen in der Familie wie Scheidung oder Streit zwischen Eltern, Gewalt zwischen Eltern. Fehlende Erziehungskompetenz, zum Beispiel durch Gewalterfahrung in der eigenen Kindheit, geringer Bildungsstand, wirtschaftliche Krisen in einer Familie, Defizite im Lebensumfeld, schlechte Wohnverhältnisse oder auch Unterstützungsstrukturen, also soziale Unterstützung, Belastungen, die sich aus der Lebensgeschichte des Kindes ergeben, zum Beispiel Erkrankungen des Kindes oder auch Behinderung können ein Risiko darstellen. Und zum Beispiel bei Familien, die eher keine finanziellen Schwierigkeiten haben, das ist dann vielleicht Faktor, dass sie keine Zeit auf ihre Kinder haben. Also, wir haben bereits im Einsatz sehr ausführlich definierte Kriterien und Ampelsysteme. Und diese Ampelsysteme hat die Forschung gezeigt, sind natürlich nützlich, wenn man sich dran hält und sich ordentlich einsetzt. Was man aber häufig hat, ist, dass diese Checklisten als eine Form sozusagen, die auch noch zu ausfüllen da ist, betrachtet wird und dass die häufig auch in der Praxis erst nach der Entscheidung eingesetzt werden. Das heißt, die helfen nicht im Vorfeld, sondern werden nachträglich, wo viele Sachen schon gelaufen sind, dann abgehakt und nach der sozusagen Erinnerung. Es gibt auch noch etwas, was wichtig ist, das ist Anzahl von Gefährdung, also Meldungen insgesamt. Und 30% dieser Meldungen würden dann bestätigt. Ja? Besonders hohe Bestätigung besteht in dem Fall, wo Kinder oder Jugendliche selbst sich melden, das ist in 61%, aber insgesamt in 30% aller Meldungen wird bestätigt, dass Kindeswohlgefährdung vorliegt. Was heißt das? Wir haben auch im System aktuell eine enorm höhere Rate von False Positives, wo erstmal Verdacht besteht, dass was passieren kann, dass Kinder gefährdet sind, diese Vermutung, dieses also Angst nicht bestätigt wird. Ja, das nur zum Festzuhalten, weil die häufige Kritik an KI-Systemen ist eigentlich, dass die vielleicht diese False Positive in bestimmte Richtung schieben. Ich möchte aber zeigen, dass das nicht unbedingt der Fall ist und auch nicht unbedingt der Fall ist im Vergleich damit, was wir als Menschen an Fehlern produzieren. Das sind auch spannende Überblick über alle möglichen Verzerrungsarten bei dem eben Entscheidungsfindung, ob eine Gefährdungssituation vielleicht in der Tat vorliegt. Das kann von der Identität des Anmelders abhängig sein, von persönlichen Eigenschaften des Entscheidungsträgers. Das heißt im Wesentlichen, ob die Sozialarbeiterin bestimmte Eigenschaften hat,
führt dazu, dass man eher in eine oder andere Richtung sich bewegt. Dann gibt es orts- und behördenspezifische Normen. In dem Artikel würden Beispiele genannt, wo in einer Behörde circa nur 60% von allen Gefährdungssituationen bestätigt würde, in anderen aber 50%. Da ist direkt klar, dass es irgendwie keine einheitliche Norm gibt, wie man mit diesen Meldungen vorgeht und wie man das behandelt. Ist auch von den Merkmalen des Kindes und der Familie abhängig, zum Beispiel Geschlecht, aber auch ethnische Zugehörigkeit kann auch bei menschlichen Entscheidungen eine Rolle spielen. Und auch wichtig scheint die Fähigkeit, diese Gefährdung einer bestimmten Person zuzuordnen. Ja? Dass man wirklich weiß, woher die Gefährdung kommt. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist die Entscheidung eher wahrscheinlich, dass man sagt, dass es keine Gefährdung vorliegt. Das sind so ein paar Ausschnitte, die eben Grenzen und Verzerrungen in menschlichen Entscheidungen zeigen sollen. Und ich habe dazu auch, ich weiß nicht jetzt, wer in diesem Bereich Expertise hat oder vertiefte Expertise, aber es gab in den letzten Jahren sehr viel Kritik, auch international und national, an norwegischen System, also Kindessystem zu Schutz der Kinder. Berner Warte heißt das auf Norwegisch, was dann auch direkt Child Protection System bedeuten würde. Die würden kritisiert vor allem, dass sie sehr schnell eingreifen. Das heißt, dass sie sehr schnell handeln und sehr schnell Kindeswohlgefährdung als bestätigt gesehen haben, sodass recht viele Kinder aus ihren Familien in Pflegefamilien untergebracht wurden. Das ist aber nicht nur das, was womit norwegisches System zu tun hat, sondern weltweit hat man eben diese schwierige Position, wo man entweder eine oder andere Art von Fehler machen kann. Wenn die Schwelle zu hoch ist, dann erhöht sich einfach Risiko, dass die Kinder in der Tat Gefährdungssituationen erfahren und darunter leiden. Das heißt, dass man Risiko unterschätzt und sogenannte False-Negative-Fehlerart macht. Wenn man aber zu schnell reagiert, wenn die Kriterien sehr niedrig eingesetzt sind, dann macht man andere Art von Fehler, sogenannte False-Positives, wo man sagt, okay, die Kinder sind gefährdet, man greift in die Familie, rollt das ganze Prozess auf. Dadurch schädigt man natürlich der Familie unter Umständen und dann stellt sich heraus, es ist aber nichts dran. Das heißt, man möchte eigentlich beide Art von diesem Fehler vermeiden, wenn möglich und möglich akkurat oder korrekt handeln. Was auch eine sehr wichtige Diskussion im Bereich sozialer Arbeit ist, ist natürlich, sollen die Entscheidungen von Fall zu Fall subjektiv, also durch Menschenverstand getroffen werden oder eben, wie stark angesagt ist, Einsatz von objektiven Instrumenten, wie zum Beispiel diese Checklisten. Da ist man sich schon auch nicht immer einig. Jetzt aus der Bereich der künstlichen Intelligenz, die Idee von Expertensystemen, die diese Entscheidung in diesem durchaus sehr schwierigen und komplexen Bereich, auch ethisch und egal wie man es betrachtet, gibt es seit Langem. In den 80er Jahren bereits, dass eher als ein, nicht KI, aber eher ein Computerprogramm gedacht wurde. Und deswegen überrascht es wahrscheinlich auch nicht, dass die erste in diesem Fall eigentlich wissenschaftliche Versuche in diesem Domain bereits um 2000 stattgefunden haben. Also viel früher, als wir diese Hype mit KI jetzt erlebt haben. Da gab es eine Studie, die Kindesmisshandlungsrisiko einschätzen sollte. Schwerpunkt war wirklich vor allem wissenschaftliche Untersuchung, inwieweit man neuronale Netzwerke für die Analyse sozialwissenschaftlicher Daten einsetzen kann. Und in der Studie haben sie 37 separate Risikofaktoren aus der Risikobewertung-Matrix genommen, was Washington als Staat eingesetzt hat. Das sind eben Listen, die wir gerade gesehen haben. Das sind genau die Kriterien, die jetzt in der Gruppe besprochen wurden. Was brauchen wir eigentlich, um Kindeswohlgefährdung einzuschätzen?
Und was da eingeflossen sind, sind einerseits Merkmale des Kindes, wie zum Beispiel Vorerkrankungen. Da sind aber auch Informationen wie Schwere der Misshandlung, also Trainingsdaten, zum Beispiel wie stark waren die körperlichen Verletzungen. Ja. Dann Häufigkeit, ist das etwas, was häufig vorgekommen ist oder ist die Frequenz niedriger, aber auch die Merkmale, die primäre Bezugspersonen oder Eltern, Erziehungsberechtigte betreffen, wie zum Beispiel Vorgeschichte der häusliche Gewalt, hatten wir auch in unserer Checkliste gesehen, oder aber auch Drogen- und Alkoholproblematik haben wir auch in unserer Liste gesehen. Beziehung zum Kind, zum Beispiel, das ist diese Lobgeschichte, Reaktion auf kindliches Verhalten und aber auch soziale und wirtschaftliche Faktoren, soziale Unterstützung oder auch finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit. Und dieses Modell mit eben diesen 37 Faktoren aus diesen verschiedenen Domänen hat ziemlich gute Vorhersage von 81% gehabt. Und die Autoren haben daraus Schluss gefolgert, dass solche Systeme eigentlich nützlich sein können, auch von dieser Art von Daten, wie wir im Bereich sozialer Arbeit und Kinderschutz haben. Darauf ist eine Menge von verschiedenen Anwendungen jetzt entstanden. Ich habe eine Liste, die ich glaube, zu dem Zeitpunkt ziemlich abschließend ist erstellt. In den USA gab es mehrere Systeme, auch in Washington gibt es einen, den habe ich hier nicht, aber die USA als Land hat das schon als Vorreiter versucht umzusetzen. Wir haben in England, in Holland, in Neuseeland, in Dänemark und in Schweden bestimmte Testprogramme und Testversuche gehabt, die, wie man sieht, zum Teil oder großteils auch nach der Testphase abgebrochen wurden. Häufig, weil es eben rechtliche und ethische Einwände gab oder auch zum Teil sehr viele Widerstände aus der Öffentlichkeit und eigentlich Vertrauensprobleme, wenn man es so möchte. Ich würde heute die paar von diesen Beispielen erklären. Also vieles ist in diesen Quellen zu finden oder alles eigentlich. Ich war selbst nicht dabei bei der Entwicklung dieser Geschichte, habe alles quasi anhand von Publikationen dazu versucht nachvollziehen, was passiert ist. Und ein von Programmen oder Anwendungen, das am häufigsten oder sehr gut beschrieben wurde und ich glaube auch am bekanntesten ist in Deutschland, ist das Programm aus Neuseeland, wo ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern versucht hat, bereits im 2012 ein System zur Risikoeinschätzung der Kinderwohlgefährdung zu entwickeln. Das ist wie in anderen Ländern, wenn wir sehen, eigentlich ein Teil der ganz großen Reformen im Kinderschutzbereich, wo man gesetzliche Grundlagen verändert hat, wo man auch Nutzung von Daten aus verschiedenen Bereichen versucht hat, also die Daten zu verknüpfen, und wo man auch versucht hat, spezialisierte Teams für diesen Bereich zu entwickeln, die sich wirklich nur dem Thema Kindeswohl und Kinderschutz widmen. Genau, die haben für dieses Predictive Model Datensätze aus dem öffentlichen Sozialleistungssystem genutzt und der Kinderschutzdiensten. Das heißt, die Daten, die wir haben, sind wirklich eine sehr spezielle Subgruppe, die bereits irgendwie soziale Leistungen empfangen hat oder wo Kindeswohlgefährdung schon vorgekommen ist. Die haben nicht versucht, diese Prädiktion, also Risikoeinschätzung irgendwie auf Gesamtbevölkerung zu erweitern. Haben 232 Prädiktoren genutzt, deutlich mehr als in diesem Vorreitermodell, die aber aus ähnlichen Bereichen kommen. Ja, die beziehen sich entweder auf das Kind selbst, Kinder in der Familie, sonst die vielleicht auch von der Vernachlässigung, Misshandlung betroffen waren oder aber auch auf betreuende Personen und die Merkmale, die sie mitbringen. Geschlecht, Alter, Bindungsniveau, Alleinstehende oder nicht, Anzahl der Kinder in der Familie und so weiter. Also eine ganze Menge von Daten, die sie
eingesetzt haben mit einem überschaubaren Erfolg mit 76% zutreffende Zuteilungen und wo die Problematik aber extrem hoch war oder so bewertet wurde, ist, dass dieses Modell besonders viele falsche positive Ergebnisse geliefert hat. Das heißt, Tendenz lag in die Richtung, dass die Familien, dass die eben diese Entscheidungsgrenze sehr niedrig gesetzt war, sodass viele Familien, wo eigentlich kein Risiko vorhanden war, als Risikofamilien eingestuft wurden. Und Datenschutz, die waren nicht in der Lage, diese verschiedenen Datenquellen zu nutzen in New Zealand, weil es eben nicht datenschutzkonform war. Genau, und dieser Fokus auf bestimmte bereits benachteiligte Gruppen war natürlich auch noch ein Anlasspunkt zur Kritik, sodass man behauptet, dass durch dieses Programm Diskriminierung von bereits ja, diskriminierten Menschen, die im System ohnehin schwierig haben, noch verstärkt wurde. Das Programm wurde auch dann irgendwie ein paar Jahre später auf Eis gelegt. Und genau, das ist die Geschichte zum Neuseeland. In Dänemark wurde versucht, deutlich später initiiert, um 2018 wieder im Kontext der Reform, die Kinderschutzsysteme betroffen hat. Da gab es eine wichtige Änderung, die quasi Sozialarbeiterinnen aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden wirklich die Entscheidung zu treffen, ob eine Meldung weiterverfolgt wird oder es sogenannte Clearings gibt oder kann man das als False Alarm sozusagen einstufen. Das hat dazu geführt, dass die Anzahl von Fällen einfach explodiert ist und natürlich Fachkräftemängel und zeitlicher Druck und auch Belastung, die in diesen Bereichen extrem hoch ist, hat dazu geführt, dass man versucht hat, mit KI-Unterstützung die Entscheidung Wege zu vereinfachen oder die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, um eben Effizienz in diesem Bereich zu steigern. Daten in Dänemark, ich weiß nicht, wie man schon informiert, aber Dänemark ist extrem stark digitalisiert. In vielen Bereichen gibt es für jede Person eine Identifikationsnummer, gibt es Daten aus dem Arbeitsbereich, gibt es sehr, sehr viele Informationen, die bereits digital vorhanden sind. Und dieses Modell hat alle diese Informationen auch nutzen können, also 9 verschiedene Quellen von Daten würden dabei herangezogen, um Risikoprädiktion vorherzusagen. Und genau, dabei gab es ein Punktesystem mit verschiedenen Parametern zur Risikoeinschätzung. Wieder psychische Gesundheit von Eltern, Arbeitslosigkeit, verpatzte Arzttermine zum Beispiel, wenn die Kinder nicht vorgestellt wurden zu regelmäßigen Untersuchungen oder Zahnarzttermine oder ähnliches mehr. Das sind alles dann die Variablen oder die Prädiktoren, die in diese Modelle eingeflossen sind. Was gut an diesem Modell war und was es deutlich verschieden ist, zum Beispiel von dem, was in Neuseeland gemacht wurde, ist die Tatsache, dass diese Daten wirklich aus verschiedenen Bereichen kamen und A und B, dass es das Modell Risikoeinschätzung für die gesamte Population geleistet hat. Das heißt, würden nicht nur Menschen, die im Sozialsystem schon drin sind, auf Risiko eingeschätzt, sondern die gesamte Population. Genau, was jedoch dazu geführt hat, dass es in der Öffentlichkeit sehr viel Widerspruch gab, trotz eben dieser starken Digitalisierung im Staat insgesamt. Und das Modell wurde als Instrument zur Massenüberwachung von Familien und Kindern dargestellt und gab es zwar mehrere Versuche, da weiter fortzufahren, aber schlussendlich, letzte, was ich, viele Publikationen sind leider auf Dänisch wirklich nicht unbedingt lesbar, aber man hat gesehen, dass es um 2020 noch was gab zum Thema mit verschiedenen Anläufen. Mein Kenntnisstand ist, dass jetzt aktuell da alles ruht und nicht weiter eingesetzt wird. Ein
positiver Beispiel, wie das gehen kann, ist jedoch diese allgemeine Family Screening Tool, das seit 2016 in Pennsylvania, also in der USA, eingesetzt wird. Dieser System wird vor allem für Mitarbeiter an einer Hotline genutzt, die eben sehr schnell unter Zeitdruck entscheiden müssen, was sie mit dem Fall machen. Ist das etwas, wo man weitere Untersuchungen vornehmen muss, oder ist das als Niedrigrisiko einzuschätzen? Und hier haben wir auch wieder große Anzahl von Datenelementen, die sowohl intern, also Sozialwesensystem dabei sind, aber auch Gefängnisaufzeichnungen, Krankheits-, Gesundheitssystem, Geburtenaufzeichnungen. Also es ist eine relativ oder sehr breit aufgestellte Datenbank, die eben diese Daten kombiniert. Und wieder sowohl Daten, die Kinder betreffen, als auch die erwachsene Person oder Familie insgesamt werden eingesetzt oder genutzt. Das ist, wie das ausschaut ungefähr. Man hat wieder ein Ampelsystem, wie gesagt, ähnlich eigentlich wie diese Checklisten, die wir aktuell in der Verwendung auch in Deutschland haben. Und je nachdem wird man in eine von diesen Gefährdungsstufen als Familie eingestuft. Da gibt es Low, Medium oder High Risk. Und bei High Risk muss man handeln. Bei anderen muss man schauen, wie man das hat. Low kann man ruhig rühren lassen. Bei Medium-Gefährdung muss man dann als Fachkraft trotzdem eigene Entscheidungen treffen. Das muss man sowieso. Also das System ist nicht gedacht als System für autonome Entscheidungen, sondern eher als System, das eben Entscheidungen unterstützt, aber nicht ersetzt. Und ich habe gezeigt in sehr gut auch geführter Evaluation, dass dieses Screening-Tool weniger falsch positive Ergebnisse liefert und leicht erhöhte falsch negative Ergebnisse liefert. Was heißt das? Wenn man zum Beispiel Model Prediction ist, dass das Kind in der Familie bleiben kann, dass es kein Risiko vorhanden ist und das in der Tat auch entschieden wird und zutrifft, dann hat der Modell natürlich recht. Wenn Modell sagt, ja, Risiko ist hoch, wir brauchen, Kind muss dringend aus der Familie raus und das auch erfolgt, dann hat Modell wieder korrekte Vorhersage gehabt. Wo Fehler eben entstehen können, wenn das Modell sagt, nö, Risiko ist nicht so hoch, das Kind kann in der Familie verbleiben, jedoch zeigt sich, dass das nicht wahr ist, dann gab es eben diese falsche negative Entscheidung, das heißt, Risiko wurde unterschätzt. Oder wenn Modell sagt, Risiko ist hoch, objektiv durch Fachkräfte dann widerlegt werden kann und keine Handlung notwendig ist, dann ist das wieder false positiv. Das heißt, das Risiko von diesem Modell überwertet wurde. Und was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass sowohl eine als auch andere Art von Fehler in diesem Modell recht ausbalanciert ist, sodass wir keine Tendenz in eine oder andere Richtung haben. Was auch sehr spannend und sehr fein dokumentiert ist an diesem Modell, ist, dass durch Einsatz von KI ethische Ungleichheiten bei solchen Entscheidungen eher verringert wurden. Die haben dazu eine schöne Grafik gezeigt, wo man sieht, dass quasi die Entscheidungsfindung bei allen ethnischen Gruppen auf sehr, sehr ähnlich verläuft und dass man keine besondere Unterschiede da jetzt wahrnehmen kann. Und was auch noch zu betonen ist, der Einsatz von KI-Screening-Tool hat dazu geführt, dass die Menschen, also Mitarbeiter in dieser Hotline deutlich Entlastung erlebt haben. Also die haben wirklich das als Benefit wahrgenommen. Und da gab es mehr Kohärenz zwischen verschiedenen Mitarbeitern und Meldestellen. Das heißt, dass diese individuelle Unterscheidung, was wir auch als ein von Verzerrungsfaktoren bei menschlichen Entscheidungen gesehen haben, dass manche Behörden einfach sehr gering Risiko einschätzen, also
sehr schnell handeln, andere wiederum sehr viel Toleranz aufzeigen. Das hat sich nivelliert, sodass man im Wesentlichen über verschiedene Stellen ähnliche Kriterien angewandt hat und ähnlich gehandelt hat. Das ist natürlich auch etwas, was als positiv zu bewerten ist. Vielleicht Learnings aus Entwicklung von diesem System. Sie haben extrem transparent gearbeitet. Sie haben sehr viele Veröffentlichungen. Sie haben sogar eine Frequently Asked Question Seite, die auch gefunden werden kann, wo man wirklich für die Öffentlichkeit, nicht nur wissenschaftliche Publikationen, sondern für die Öffentlichkeit klar darstellbare Informationen angeboten hat. Sie haben von Anfang an mit der Beteiligung und Partizipation aus der Gemeinschaft gearbeitet. Sie haben dieses Programm, wir sehen es seit 2016 in der Entwicklung, das heißt über mehrere Jahre konsekutiv entwickelt und verbessert, mehrere Releases, also mehrere Versionen. Und man weiß, dass das auch notwendig ist, diese Feedback-Schleife, wo viele andere Modelle irgendwie stecken geblieben sind. Die haben es genutzt, um das Modell besser zu machen, Updates durchzuführen und einfach haben immer auch diese ethische Überlegungen und Sorgen sehr ernst genommen und versucht zu zeigen, wir haben kein Bias oder wenn wir es haben, versuchen wir es unterzubinden, versuchen ethnische Gruppen gleich zu behandeln, versuchen andere Verzerrungen entgegenzuwirken. Das heißt, man hat es nicht negiert, sondern man hat es einfach ernst genommen und versucht, die Probleme zu lösen. Wir haben seriöse Wissenschaftlerinnen dahinter, die auch bei Entwicklung von neuseeländischen Programm bereits Erfahrung gehabt haben. Das heißt, da ist auch nicht verkehrt, wenn das nicht unbedingt quasi ad hoc gemacht wird und genau, sehr gute wissenschaftliche auch Quellen zu dem Modell, nicht nur diese allgemein zugängliche, sondern auch wissenschaftliche Publikationen, die Details zu der Modellentwicklung auch von dieser technischen Seite sehr gut abbilden. Das sind vielleicht ein Teil, anderer Teil, was auch eine sehr kürzlich publizierte Meta-Analyse von diesen Anwendungen im Bereich soziale Arbeit gezeigt hat, ist, dass wir wirklich Big Data brauchen in diesem Bereich. Sie haben gezeigt, dass durchschnittliche Größe von Trainingsdaten ca. 2006 Fällen hatte, was was keine Big Data ist. Das sind einfach eigentlich sehr kleine Stichprobe, die noch kleiner wird, wenn wir quasi berücksichtigen, dass in dieser Stichprobe noch eine Anzahl von Fällen, die wirklich betroffen sind, wo Kindesmisshandlung stattgefunden hat, noch kleiner ist. Das heißt, das reduziert sich dramatisch und dadurch auch eigentlich statistische Power dahinter, wie diese Programme überhaupt trainiert und werden und wie sie lernen können. Das betrifft schon ganz einfache Regression- oder Korrelationmodelle, die auch extrem stark von der Datengröße betroffen sind, also Datenmenge. Und zum Vergleich zum Beispiel im klinischen Bereich, im medizinischen Bereich, wo diese Anwendungen durchaus ausgereifter sind, haben wir immer über 100.000 Fälle und mehr, eher in deutlich höherem Bereich. Das war absoluter Minimum, was die Studie zum Vergleich erwähnt hat. Dann auch Nutzung von heterogenen Daten. Wir haben gesehen, dass in vielen Versuchen eigentlich sehr spezifische, vor allem also aus dem sozial bezogene Daten genutzt wurden. Man kann aber auch insbesondere bei Kindeswohlgefährdung auch stärker auf medizinische Daten zurückgreifen, aber auch zum Beispiel auf Daten, die in diagnostischen Prozessen erhoben wurden. Bei sexuellem Missbrauch können zum Beispiel kindliche Zeichnungen relevant sein und so weiter. Also dass man auch in diesem Kontext sehr heterogen denken muss und andererseits aber auch schauen muss, was sind was ist die Stichprobe, weil Kindeswohlgefährdung bei einem 5-Jährigen und bei einem 17-Jährigen kann durchaus sehr verschieden sein, mit verschiedenen auch Gewichtung von Risikofaktoren muss berücksichtigt sein. Deswegen muss man wirklich sich überlegen nochmal als Mensch, welche Kriterien nutzen wir wann, inwieweit sind sie übertragbar für verschiedene Altersgruppen und verschiedene Konstellationen. Und eben diese Outcome-Variable, das wird an vielen Stellen diskutiert, das ist eigentlich auch, eben wir haben gesehen, 30%
Kindeswohlgefährdungsmeldungen in Deutschland werden bestätigt als solche. Diese 70% sind ein bisschen so Grauzone, wo es offensichtlich Anhaltspunkte gab, wo Risiko für Kindeswohlgefährdung wahrgenommen würde. Ist das jetzt wirklich bestätigt, nur wenn die Kinder aus der Familie entfernt wurden, weil das Risiko so hoch ist? Oder sind das auch Familien, wo zum Beispiel Erziehungshilfen eingesetzt wurden? Also musste man sich auch wirklich Gedanken machen, wie erfassen wir diese Daten im System und wie definieren wir, was ist für uns jetzt Kindeswohlgefährdung schlussendlich. Und externe Validierung, das wird bemangelt bei allen fast diesen Systemen, außer dieser Pennsylvania-Modell, das ich als Positivbeispiel erklärt habe, weil die alle wirklich externe Validierung gemieden haben. Das heißt, diese Programme würden mit einem Datenset trainiert, Hälfte von diesen, also mit einem Datenpool, Hälfte von diesen Daten würden für Training verwandt und die andere Hälfte für Validierung, also sozusagen Transferleistung zu schauen. Das ist aber nicht seriös. Da muss man eigentlich versuchen, externe Validierung außerhalb der Entwicklungsstichprobe durchzuführen, mit Daten, die aus anderem Meldesystem kommen, die vielleicht allgemeine Bevölkerung treffen, auf jeden Fall, wo man ernsthafter validieren kann, ob das wirklich für allgemein gültig ist. Genau, das vielleicht zum Abschluss. Essentially all models are wrong, but some are useful. Das ist etwas, was ich sozusagen als Take-Home-Message gerne geben möchte. Wir haben natürlich sehr viele Herausforderungen in diesem Bereich, Predictive Risk Modeling oder KI insgesamt. Wir müssen uns Gedanken machen, wie messen wir Leistungsfähigkeit von diesen Systemen und wie verbessern wir Interpretierbarkeit und Vertrauen verstärken. Wir müssen in der Lage sein, diese Entscheidungen von Algorithmen weitgehend nachvollziehen. Das kann keine Blackbox wirklich bleiben. Das ist aber auch möglich zu erreichen. Und wir haben aber auch andererseits viele Chancen, was Effizienz und auch Fairness, das ist mir wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir Ergebnisse schneller haben oder dass wir uns darauf 100% verlassen können, sondern dass wir in der Tat also durch diese KI-Systeme Möglichkeit haben, auch Fairness zu erhöhen, weil wir als Menschen weit weg davon sind, ohne Bias und ohne Fehler zu handeln. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, auch in sozialer Arbeit, aber auch insgesamt, KI-basierte Werkzeuge sind und werden auch kein Ersatz für menschliches Urteilsvermögen. Sie erleichtern die Arbeit, aber sie automatisieren sie nicht. Also die sind eigentlich als Tools, die uns unterstützen, gedacht und nicht Tools, die komplett ohne uns funktionieren und uns ersetzen. Vielleicht sowas dazu. Und an der Stelle möchte ich gerne zu einer Diskussion vielleicht im Plenum. Vielleicht machen wir noch ganz kurz den letzten Teil, das Entscheidungsunterstützungssysteme in Deutschland betrifft. Ich würde wieder drei Gruppen machen und euch kurz oder Sie alle kurz überlegen lassen, was ist schon im Einsatz in unseren Behörden? Wo habt ihr schon vielleicht eine oder andere Sache mitbekommen, wo solche Unterstützungssysteme oder auch wirklich Risikoeinschätzungssysteme schon im Einsatz sind. Wenn nichts vorhanden ist, ist auch nicht schlimm. Wir machen nur 5 Minuten, wirklich ganz kurz, um zu schauen, was ist Stand eigentlich in Deutschland, in welchem Bereich haben wir das vielleicht, in welchem Bereich ist das noch publik geworden, sagen wir es so. Im sozialen Bereich bin ich der Überzeugung, ist nichts. Oder nichts, was in die Richtung geht, in die Beispiele, die wir gesehen haben, gab es ein paar Entwicklungen in die Richtung, aber die sind weit weg von KI und die werde ich auch ganz kurz ansprechen. Also nur ganz kurz, 5 Minuten Austausch zum Thema, was haben wir in Deutschland bereits im Einsatz. Ich mache ganz vielleicht kurz Überblick über ein paar Sachen, wo ich auch ein Stück weit überrascht war, zum Beispiel, wo es Einsatz zu richtig KI-Systeme und auch Risikoeinschätzung bereits gibt im
ist im Bereich Polizeiarbeit. Auf der Webseite kann man relativ gut Übersicht finden, was in welchem Land ja 2020 so Ist-Stand war. Natürlich haben wir jetzt inzwischen 24, aber die Daten werden nicht so schnell zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass wir also zumindest in diesem Bereich schon einige Anwendungen hatten, zum Beispiel zur Vorhersage von Einbruch, potenzieller Einbrüche, die dann auch zur Identifizierung von Kinderpornografie oder auch für Identifizierung von Hate Speech, das vielleicht auch rechtliche Konsequenzen haben kann, weil das sind so inzwischen Aufgaben, wo künstliche Intelligenz anhand von Mustererkennung und so weiter deutlich schneller vorankommt und dadurch auch viel Menschenarbeit erspart wird. War überrascht, dass es auch Vorhersagesysteme gibt für Krisenmanagement in der Außenpolitik. Zumindest werden sie auf der Webseite genannt, wo man versucht, quasi vorherzusagen, wie es auf dem global in der Welt in der nächsten Zeit gehen wird, welche Krisen sind wahrscheinlich in ihrem Auftreten. Für Administration, aber diesmal nicht Risk Assessment, also nicht Vorhersage von Risiko. Im Risikobereich gibt es ein Just Eat Software, das auch für von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration entwickelt wurde. Der hat sich in der Evolution jedoch relativ negativ gezeigt. Das verlängert die Arbeitsvorhänge, Arbeitsschritte. Das heißt, ist keine Erleichterung für Mitarbeiter und das wird auch dann entsprechend oder würde veranlasst, dass das Programm nicht mehr eingesetzt wird. Das heißt, das ist nur Verwaltungsprogramm, nicht unbedingt unterstützt keine Entscheidungen. Genau, das war es auch, was ich in diesem Bereich finden könnte. Wie gesagt, nicht so vieles, aber vielleicht hängt das auch mit der Mitteilungspolitik. Da kann ich wirklich nicht abschließend sagen, was vielleicht in anderen Bereichen vorhanden ist, was nicht. Was ich immer nachfrage, ist so Menschen, die in anderen Domänen arbeiten, was sie nutzen. Und diese Textergänzungsprogramme bei Berichten und so, das scheint in vielen Bereichen Stand der Dinge zu sein, auch schon seit längeren Entscheidungen, Unterstützung von Entscheidungen, Risikoeinschätzung, vor allem Sicherheit, Polizeiarbeit und der Rest ist noch recht viel Luft nach oben in meiner Wahrnehmung. Genau, da sind wir aber auch ziemlich am Ende, haben noch vielleicht Zeit, noch abschließend die Runde was zu sagen, was nehmen Sie mit? Was hätten Sie sich vielleicht auch gewünscht? Das ist immer schwierig, weil man nicht weiß, wer im Workshop dabei sein wird. Ich habe jetzt mit Robert kurz gesprochen, ihn neigt es zu sehr, viele Informationen zu geben, weil ich denke, die sind auch gute Grundlage, worauf man sich vielleicht entscheiden kann. Ist das was für mich? Ist das nicht für mich? Oder auch selbst nachlesen. Ich bin, wie gesagt, sehr gerne bereit, alle Quellen, die ich genutzt habe, einfach weiterzuleiten. Was man da auf den Folien nicht erwischt hat, was man gerne hätte, was man gerne nachlesen möchte. Aber vielleicht, was nehmen Sie mit und was würden Sie sich wünschen, wenn es noch einen Workshop gäbe? Genau, wer was gerne haben möchte, gerne bei Rike melden. Die E-Mail ist gestern eingegangen. Also dann werden wir versuchen, so in Kontakt zu bleiben. Und auch sonst gerne, wenn Sie Hinweise haben, wenn Sie spannende Entwicklungen haben, wenn Sie Ideen haben. Wir sind da als Ansprechpartner gerne dabei und auch als Partner sonst für Projekte, Ideen, Initiativen, was auch immer entstehen soll in den nächsten Jahren und Monaten. Also sehr, sehr gerne Hinweise geben. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir so eine Art von Netzwerk werden, wo Leute, die ähnlich denken und ähnlich Interesse haben, einfach sich auch stärker im Austausch halten.